Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1701, der Fluch des Drachen. Beim letzten Mal haben wir die Kampagne angefangen und haben festgestellt, dass wir Lampenöl brauchen. Und jetzt wollten wir uns mal ansehen, ob wir da unter Umständen eventuell hinkommen. Ah, Moment, kriegen wir also 90 Tonnen pro Ware maximal ins Lager. Ich denke, es ist nicht komplett verkehrt, hier einfach mal unauffällig eine Lehmproduktion hinzubasteln. So, da geht eine Ziegelei. Gehen da nicht sogar mehrere Ziegeleien? Ja. Okay, 2 ging offensichtlich auch. Jetzt sind wir bei minus 9, aber jetzt kriegen wir genug Ziegel. Dann würde ich sagen, lassen wir jetzt hier mal schnell aufsteigen. Ja, stimmt, diese Statue hier zeigt auch immer, bildet auch immer wieder, wie gut es um unsere Bevölkerung steht. Also sprich, bildet die Steuerschraube wieder. So. Hallo, Lampenöl brennt sogar bei Regen gut. Sehr schön. So, die müssten jetzt dann demnächst... Ah, there we go. Das mit Shift? Denk dran, hier gibt es keinen freien Händler, der uns Werkzeug liefern könnte. Okay, das hat jetzt einmal kurz Peng gemacht. Ich will endlich diese versunkenen Ruinen erkunden. Spann mich doch nicht so auf die Folter. Ich kann hier jetzt nicht hin, da geht mein Schiff kaputt. Ahoi. Aber ich... Was begehrst du von mir? Sprich! Ich kann mal dahin fahren und... mal... hier Ding einsammeln. So, jetzt werdet ihr erstmal auf OK gestellt. Kapitän auf der Brücke. Sollte ich etwas besitzen, das du benötigst? Eure Vorräte sind anscheinend schon aufgebraucht. Ich helfe dir, obwohl du uns und dich selbst durch dein Tun in Gefahr bringst. Ja, Mensch, ist ja schon gut. Ich hab's verstanden. Meine Güte. Ich hab das verstanden, okay? Es ist gut. Warte auf Anweisung. So. Kapitän auf der Brücke. Dann würde ich sagen, suchen wir hier mal einfach weiter nach Schiffswracks. Wird ausgeführt. Aus denen wir vielleicht Werkzeug rausbasteln könnten. Ansonsten müssen wir vielleicht noch Fahrt aufnehmen. Etwas tiefer in die Ruinen da reinfahren. Fahrt aufnehmen. Und unser Schiff noch etwas stärker beschädigen, dass damit Finn ein Einsehen hat und uns vielleicht einen Tipp gibt wegen dem Lampenöl. Hiss die Segel! Wird ausgeführt.
Hiss die Segel! Oh. Fahrt aufnehmen. Das Schiff ist schon ziemlich im Eimer. Fahrt aufnehmen. Wir sollten mal zusehen, dass wir jetzt hier das wieder rausbringen. Kurs aufnehmen. Eieiei, das Schiff hat gelitten. Okay. Aber wir können uns jetzt eine kleine Werft basteln. Wir werden dein Schiff nehmen müssen, um nach dem Auge des Drachen zu suchen. Du und dein Freund, ihr stört die Ruhe dieses heiligen Ortes. Ich mache mal keine Tributforderung an den Kollegen, aber mein Schiff reparieren zu lassen, ist, denke ich, eine gute Idee. Wir können jetzt rein, 13 mal 32. Das sind 390, 26, 416. Sieht gut aus. Dann drehen wir mal die Steuern ein bisschen höher, um Geld einzunehmen. Warte auf Anweisung. So, du wirst repariert. So, mein Schiff wurde beschädigt, als ich nach dem Auge des Drachen gesucht habe. Ich denke, wir erkunden erstmal weitere Inseln. Und guck mal, was wir so finden. Möglicherweise können wir Werkzeuge bei den Azteken kaufen, falls unsere Vorräte ausgehen. Sie haben neues Land gesichtet. Fahrt aufnehmen. Eine Ware wird knapp. Hey. Dann muss ich mich darum kümmern, was? Wenn die Nahrung knapp wird, dann muss man sich darum kümmern. So. Warte auf Anweisung. Wieso fährt er jetzt dahin? Da sollte der nicht hin. Er sollte wieder hier hin. Wofür geht eigentlich unser Werkzeug die ganze Zeit drauf? Ahoi! Hiss die Segel! Ich werde jetzt nochmal versuchen, hier unten reinzukommen. Kurs aufnehmen! Fahrt aufnehmen! Fahrt aufnehmen. Dabei genau die HP des Schiffes im Auge behalten. Okay, hier müssen wir also hin.
Weil sie sieht zumindest eher nach einer versunkenen Aztekenstadt aus. Da! Da unten! An dieser Stelle muss sich einst ein aztekischer Tempel befunden haben. Vielleicht ist hier auch das Auge des Drachen versteckt. Aber wie kommen wir da runter? Kurs aufnehmen! Okay. Aber jetzt habe ich rausgefunden, was wir herausfinden wollen, und jetzt verziehe ich mich. Vielleicht kann uns Horatio helfen. Er ist Erfinder. Etwas sonderbar, aber genial. Allerdings, wie ich ihn kenne, werden wir ihn nur mit ein paar Goldmünzen und einigen Fässchen Hochprozentigem aus seiner Werkstatt locken können. Okay, darum können wir uns kümmern. Warte auf Anweisung. Das Schiff haben wir heil hier wieder rausbekommen, das ist gut. Okay, jetzt brauchen wir erstmal Werkzeug. Ganz wichtig. Gehen deinem Freund und dir die Vorräte aus? Ahoi! Ja, tun sie halt die Klappe. Also erstmal da hinfahren und dann können wir hier Stoffe einladen, weil wir mehr produzieren, als wir gerade brauchen. Gott, Schiffe werden so bumslangsam. Kann ich eigentlich. Ah! Plus-Taste. Warte auf Anweisung. So, kurz hier einmal aufladen. Ich hätte mehr Werkzeug mitnehmen sollen. Es selbst herzustellen ist immer so schwierig. Es kann sofort losgehen. Ja, doch. Hiss die Segel! Ist es. Okay. Dass dir die Waren ausgehen, ist ein böses Omen. Meine Hilfe ändert nichts daran, dass du die Augen vor der drohenden Gefahr verschließt. Nun habe ich mich an deinem Unglück mitschuldig gemacht. Es kann sofort losgehen. Willst du mir ein Geschäft vorschlagen? Guck mal drauf, dass ich seine Vorräte regenerieren und kaufen dann den Alkohol einfach bei ihm. Du kommst zum Handeln zu mir? Ja, krass. Ich werde deinem Wunsch entsprechen. Doch mein Herz ist schwer. Alter, der Kollege nervt vielleicht. Holy. Das Honorar für Horatio hätten wir jetzt beisammen. Soll ich aufbrechen, um ihn hierher zu bringen? Nein! Ich bin so... Hier da, kein Alkohol. Aha! Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, ich bin so bumswohl. Jetzt müssen wir hier nochmal wieder zurückfahren. Nimm meinetwegen diese Waren, aber geh fort, ehe es zu spät ist. Alter, dieser Typ, ey. Das Honorar für Horatio hätten wir jetzt bei... Hervorragend! Ich beeile mich! Bin bald mit Horatio wieder hier. So. Der guckt da jetzt los. Und wir nutzen mal die Zeit und bringen hier mal... kurz eine Werkzeugproduktion in Gang. Ich glaube, die richtige Verteilung war so. Ich habe mir dazu auch irgendwann mal vor Ewigkeiten einen Zettel gemacht, wie viele Gebäude auf was genau, also
wieder die optimalen Produktionsketten aussehen. Ich werde den jetzt heute, nachdem dieser Part hier zu Ende ist, erstmal suchen. Ich stelle schon fest, das brauche ich einfach. Ohne geht mal gar nicht. Okay. Ja, das dauert hier jetzt noch ein bisschen, bis es losläuft. Aber wenigstens produzieren wir jetzt dann Werkzeug. Eine Ware wird knapp. Da bin ich wieder. Und ich komme nicht allein. Hier ist er, der berühmte Erfinder und Wissenschaftler Horatio. Finn hat von euren archäologischen Requirierungskomplikationen erzählt. Nun, ich kann schlecht Kiemen an eure Hälse montieren, aber ich habe zufällig etwas entwickelt, als ich letztens in der Badewanne... Ja, naja, ich nenne meine Erfindung übrigens Taucherglocke. Allerdings musst du mir erst eine Werkstatt bauen, in der ich mich schön ausruhe. Wo ich mich auf den Bau der Taucherglocke konzentrieren kann. Oh, du bist schon fertig. So schnell. Ja, dann kann's ja losgehen. Aber ich benötige Eisenwaren und Holz für die Konstruktion. Diese Werkstatt ist ganz passabel. Ich richte mich gerade in dieser Werkstatt ein. Ach, 5 Alkohol braucht er auch noch? Kapitän auf der Brücke. Dann müssen wir nochmal Alkohol kaufen können. Die Segel. Kackspaß. Was begehrst du von mir? Sprich, warte, eure Vorräte sind anscheinend schon aufgebraucht. Na, wenigstens ist das einer von den Völkern, die relativ schnell wieder reproduzieren. So. Diese Werkstatt ist ganz passabel. Ich richte mich gerade in dieser Werkstatt ein. So. Jetzt wird die Taucherglocke gebastelt. Die beiden dürfen dabei wieder arbeiten. Nicht jetzt! Ich befinde mich gerade in einer sehr heiklen Phase. Und wir basteln uns hier mal eine Taucherglocke. Hör mich jetzt nicht, sonst wird das nichts. Eureka! Es ist vollbracht. Hier ist sie, meine Taucherglocke. Rauf damit aufs Schiff, dann kannst du deinen ersten Tauchgang wagen. Hoffe, das Ding ist wasserdicht. Endlich! Mit der Taucherglocke an Bord können wir diese versunkene Stadt nach dem Auge des Drachen durchsuchen. Lass uns sofort damit beginnen. Wird ausgeführt. Okay. Fahrt auf Anweisung. Fahrt aufnehmen. Hisst die Segel. Dann fahren wir mal jetzt nacheinander zu diesen Orten ohne Lampenöl. Nein, nein, nein. Hier sind wir offensichtlich am falschen Ort. So, kriegen wir noch zwei. Ja, das sollte eigentlich reichen.
Hier ist das Auge nicht. Lass uns woanders suchen. Wird ausgeführt. Nein. Oh, du bist schon fertig. So schnell. Ja, dann kann's ja losgehen. Aber ich benötige Eisenwaren und Holz für die Konstruktion der Taucherglocke. So ein Pech. Unsere Taucherglocke ist dahin. Kannst du Horatio vielleicht überreden, eine neue... Diese Werkstatt ist ganz passabel. Ja, schon, aber erst brauche ich ein neues Schiff. Was da wohl ein kleines Handelsschiff wäre, das wesentlich weniger aushält. Oh, fuck. Wäre ich mal gerade nicht so greedy gewesen. Oh nein, das Schiff! Wie sollen wir denn nun nach dem Auge des Drachen suchen? Kannst du dich um eine Werft kümmern? Handelsschiff, ahoi! 750 Trefferpunkte. Wohin geht es? Das andere hat halt deutlich mehr. Handelsschiff, ahoi. Wird erledigt. Lass uns endlich mit der Taucherglocke nach dem Auge des Drachen suchen. Wohin geht es? Sollte ich etwas besitzen, das du benötigst? Ich helfe dir, obwohl du uns und dich selbst durch dein Tun in Gefahr bringst. Ja, ich weiß. So. Ich richte mich gerade in dieser Werkstatt ein. Wo sind denn Eisenbahn? Ach da. Diese Werkstatt ist ganz passabel. So, wir basteln wieder eine Taucherglocke. Ah, da müssen wir noch hin und da müssen wir noch hin. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, ist okay. Dann kostet es auch keinen Unterhalt mehr. Auch gut. Dafür dürfen echt die hier wieder arbeiten. Wir können los. Nicht jetzt. Ich befinde mich gerade in einer sehr heiklen Phase. Eureka! Es ist vollbracht. Hier ist sie, meine Taucherglocke. Auf damit aufs Schiff, dann kannst du deinen ersten Tauchgang wagen. Ich hoffe, das Ding ist wasserdicht. So, deshalb behalten wir die Trefferpunkte des Schiffes ganz genau im Kopf. Okay, das sollte aber easy sein. Oh nein, wieder nichts gefunden. Handelsschiff, ahoi! Raus. Wird erledigt. Alles klar. Nee, oder? Oh, du bist schon fertig. Oh Gott. So schnell. Ja, dann kann's ja losgehen. Aber ich benötige Eisenwaren und Holz für die Konstruktion der Taucherglocke. Hm.
Okay. Ich denke, wir müssen hier jetzt einmal in den sauren Apfel beißen und hier zu Bürgern aufsteigen, damit wir Lampenöl produzieren können. Es geht wohl nicht anders. Okay, dann würde ich sagen, kümmern wir uns im nächsten Part um die Bürger. Und bis dahin, ciao.